Was ist das? Ist das Minecraft? Jedenfalls steht's da oben. Ja, hallo, moin zusammen und willkommen zurück zu Minecraft Just Survive. Oh mein Gott, dass man das noch erleben darf. Nein, ich spiele wieder Minecraft. Oh mein Gott. Oh wow, das geht ja ganz einfach. Man braucht nur die Sachen anklicken, so. Und dann ausgewählte Welt starten und dann lädt das und... Wow. Schaut euch das an. Die Welt lädt. Es funktioniert. Es funktioniert. Und der Boden ist total ekelhaft. Aber egal. Und hier vorne nicht. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Und es ist Minecraft. Ist das nicht schön? Ja, ich habe jetzt gerade wieder voll Bock, Minecraft aufzunehmen. Und ich glaube, es wird dunkel. Oh, schön. Ja, oh, und die Kühe, sie sind alle noch da. All die Kühe und die Schafe. Und wo ist Luigi? Ich sehe gerade Luigi nicht. Ach, da ist Luigi. Hat sich versteckt und dahinter am Pfahl. Das sieht man von hier aus gar nicht. Guck mal, so dick ist der, den sieht man gar nicht hinter dem Pfahl. Oh, meine Güte, ja. Das ist jetzt schon... auf jeden Fall sehr laute Musik gerade auf meinen Ohren. Das macht aber gar nichts, weil dann rede ich selber automatisch ein bisschen lauter, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. So, fast 2 Monate kein Minecraft mehr. Hm, wie kommt denn das? Das ist ganz einfach. Und die Musik ist doch ein bisschen zu laut. Auf meinen Ohren, es geht gar nicht. Wie kommt das? 2 Monate kein Minecraft mehr? Was ist denn los? Hat die Mitch keinen Bock mehr? In den letzten Monaten hatte ich keine Lust mehr, ja. Deswegen sage ich ja, ich habe jetzt auch genau jetzt gerade voll Bock, Minecraft aufzunehmen. Woran hat es gelegen? Ich habe sehr lange überlegt, was möchte ich hier eigentlich noch machen? Ja, was soll ich tun? In dieser Welt, epische Musik, ich habe eine neue Playlist, wunderschön, mit vielen neuen Liedern. Ja, ich habe überlegt, was wollen wir hier eigentlich noch machen, weil eigentlich haben wir im Großen und Ganzen hier alles gemacht. Ich gehe mal mittlerweile ins Bett. Das Einzige, was uns hier noch bleibt eigentlich zu tun, ist die Bücherregale oder sind die Bücherregale für den Zaubertisch fertig. Hilfe! Oh mein Gott. Also die Bücherregale für den Zaubertisch fertig zu machen, bloß das würde heißen, wir würden hier eigentlich nur rumstehen und warten, bis unsere Kühe gewachsen sind. Und ganz ehrlich, da habe ich keine Lust drauf. Was wir noch machen wollen, das ist so viel, ich habe Namensschilder, ja, die habe ich mir jetzt gescheatet. Wem es nicht aufgefallen ist, ich habe keine Mods hier, nix, too many items. Ich kann so oft auf das, aufs O oder aufs I, ich habe keine Ahnung, ich glaube aufs O war das. Guck mal, ich weiß schon gar nicht mehr, welche auf Taste ich drücken muss, um Too Many Items zu öffnen. Jedenfalls ist es nicht mehr da, weil ich keine Mods installiert habe, weil ich da noch zu faul zu war, weil das wieder viel zu viel Arbeit hat. Deswegen habe ich mir die gecheatet. Hätte ich mit Too Many Items auch, aber habe ich jetzt auch. So, jedenfalls, wir können ja unseren Leuten jetzt schön Namen geben, ne? Namen geben? Nein, so, wie ging denn das? Rechtsklick nicht? Geht das nicht? Geht das nicht? Kann ich das nicht machen? Geht das nur im Creative Mode? Ich habe keine Ahnung. Geht das echt nur im Creative Mode? Können wir mal gucken. Ja. Das wollte ich jetzt. So. Geht das nur im... Wo ist der hin? Luigi! Das geht nicht. Warum geht das nicht? Bin ich jetzt total bescheuert? Blöd, Mann. Letztens geht das noch. Muss ich dich angucken? Nein, warum geht das nicht? Das ist doof. Jetzt nimm das blöde Preisschild. Hier, nimm das Preisschild. Will er nicht haben. Ups, das wollte ich nicht. Hier. Lange nicht mehr Minecraft gespielt, schon weiß ich nicht mehr, wie das funktioniert. Das ist auch sehr, sehr toll. Okay, jedenfalls sollte ich hier mal wieder aus dem Game-Mode rausgehen. Bups. So. Das ist super gelaufen. Ja, super.
das nicht. Das geht nicht. Interagieren? Gibt es neue Dings, die Interagieren-Taste? Jetzt habe ich der Kuh das an den Kopf geschmissen. Das ist auch gut. In meiner Dalle-Welt ging das noch. Interessant. Moment. Nein. Steuerung. Shift und das. Nein. Das. Okay, da muss ich doch nochmal nachgucken, wie das funktioniert. Das war ja eigentlich eine Sache, die ich gerne machen wollte. Ja, aber wie gesagt, Bücherregale, da laufen so rum. Ne, aber. Ja, was machen wir jetzt auch Schönes? Ich könnte natürlich jetzt hier die ganzen Inseln voll batschen mit Häusern bis zum geht nicht mehr, aber hallo, das ist Flachland. Ich hab's nicht so mit Flachland über so Häuser hinklatschen. Nee, das mag ich gar nicht. Ich bin lieber so. Also diejenigen, die meine Let's Shows gucken, die wissen, dass ich gerne Bergbuden baue. Also ich bin mehr so der Freund, der in die Berge geht und sich da irgendwelche Buden in die Berge klatscht. So mit ausbauen. Die Kuh läuft vor mir weg. Immer noch. Weil ich sie gehauen habe, oder was? Ja, also ich brauche halt gerne Häuser in die Berge. Ja, Berge in die Häuser bauen. Das ist gut, ne? Und ja, ich würde eigentlich gerne die Staffel so langsam beenden. Die Kuh rennt immer noch rum. Hast du immer noch eins von mir? Olle Kuh. Nimm das Preisschild hier ans Ohr klemmen. Kühl, das nochmal haben. Ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Ich drücke wie bekloppt die rechte Maustaste, aber es funktioniert nicht. Ich muss nochmal nachgucken. Jedenfalls würde ich gerne beenden, dass wir jetzt hier suchen gehen. Nicht eine neue Unterkunft, sondern Zivilisation. Aber vorher, es gab mal diese schöne 1.6.1 Update, nicht mehr leider 1.6.2. Und ich habe da mal so eine Frage an euch, ne? War der Klotz vorher schon da? Ich glaube nämlich nicht. Ich habe so die dumpfe Befürchtnis daran, ist die neue Welt dran schuld. Aber hallo, ich bin hier doch schon durchgelaufen. Warum? Da ist Schnee drauf. Warum ist das? Das ist nur so ein Klotz. Der steht hier rum und ist einfach nur da. Da ist bestimmt nicht mal was Besonderes drin oder so. Was macht der hier? Ey, da ist mal 2 Monate mal nicht hier und schon hat irgendjemand so einen blöden Klotz in die Ecke gebaut und mich zu ärgern. Ja, hau ab. Das war bestimmt du. Ich weiß das. Das habt ihr jetzt gemacht, nur weil ich immer euch mit Eiern beschmeiße. Naja, wenn ihr die auch immer rumliegt, legt die bitte weg. Ja. Das ist schon interessant. Jedenfalls würde ich da gerne mal gucken, ob da irgendwas drin ist. Ich glaube es zwar nicht, aber lass uns einfach mal reingucken. Wir können uns da ja mal durchbuddeln. Haben ja sonst nichts zu tun hier, außer vielleicht ein paar Bücherregale zu machen. Ich möchte da gerne rein, dankeschön. So, schauen wir mal, ob irgendwas Nützliches hier drin ist. Na, mal schauen, so ein Abgrund oder sowas. Jedenfalls ist hier ganz viel Sand drin. Oder Dreck ist es ja. Dreck. Echt 2 Monate lang kein Minecraft mehr gezockt, ey. Und schon weiß ich nicht mehr, wie die ganzen Sachen hier heißen müssen. Nee, das geht doch nicht. Nee. Guck mal, da gibt's eine andere Seite. Cool. So, buddeln wir uns mal nach oben. Ich kann doch hier eine Bergbude reinbauen. Ist doch toll. Das finde ich doch immer genial, in die Berge eine Bude reinzubauen, ne? Hab ich doch gerade eben erwähnt. Ich wollte gerade sagen, warum spielt hier keine Musik? Nee, das ist... Ja, Map Generator. Ich bin ja doch schon ein paar Mal lang gelaufen. Ja. Ich verstehe es nicht. Nein, das sind ja so Sachen, die verstehe ich nicht, weil ich viele Sachen nicht verstehe. Ich will gerne wissen, warum hier jetzt so ein Klotz steht. Wer den hier hingetan hat und warum ist der Schnee oben drauf? Das... Hier ist nichts. Hier ist nicht mal ein Baum. Hier ist nur Schnee. Wer hat sich das wieder einfallen lassen? Das geht gar nicht hier. Ja, schöner Ausblick hat man hier auf das kleine Hühnchen da unten. Wow, jetzt bin ich runtergefallen. Du hast schon wieder Eier verloren. Ja. Mach mal deine Eier hier. So. Moment.
muss mich kurz positionieren. Eier auswählen, in der Hand und BAM! Ja, jedenfalls schöner Klotz. Es sind hier noch mehr. Ein Vorbote der Hölle. The Cube Master of the Universe. Keine Ahnung. Quatsch reden ist Minecraft. Muss man den ganzen Tag nur labern. Nee. Hier sind Bäume. Ich find's interessant. Doch, dass da auf einmal so ein Klotz steht. Macht man nichts an, schon mal eben kurz die Welt wieder auf und schaut einfach mal, ob noch alles da ist. Ja, alles da ist schon, aber dann ist da noch mehr. Und dann leckt das hier wie Sau. Wow. Kurzer Frame-Einbruch. Wayne. Naja. Was machen wir nun? Wie gesagt, ich würde ja am liebsten Zivilisation suchen gehen. Das werde ich jetzt auch tun. Es heißt jetzt nicht, dass ich keinen Bock mehr habe auf diese Welt. Es ist nur einfach nur, wie ich gerade sagte, das hier ist eine flache Welt. Wir haben eigentlich so viel geschafft, wie es nur geht. Die Höhlen haben wir alle so ziemlich erkundet. Viel gibt es da auch nicht mehr zu sehen. Neue suchen könnten wir natürlich jetzt auch, aber da können wir eigentlich auch wieder vom Neuen anfangen und dann dort, wo wir da sind, neue Höhlen suchen. Deswegen... Warum geht das nicht? Ist das wieder ein Bug oder sowas? Ist das nicht funktioniert? Das hat doch letztens noch funktioniert. Und dann bleibt der Kuh, du stirbst jetzt. Ich weiß auch nicht. So. Ich werde aber vorher noch natürlich zu meiner anderen Insel gehen. Und von da aus starte ich dann die Mission, Zivilisation zu finden. Aber vorher tue ich meinen Kram, den ich gerade eben gefunden habe, hier rein tun. Und dann... schaue ich in die Kiste und schaue ich in diese Kiste und da ist rohes Fleisch drin. Das lassen wir da mal drin. Habe ich hier noch Leder? Nein, habe ich nicht. Ja, die Preisschilder nehme ich mal mit. Warum ihr sagt, dass ich... meint, dass... bevor ihr fragt, warum ich Preisschilder sage, das sieht aus wie ein Preisschild. Das ist aber ein Namensschild, aber es sieht aus wie ein Preisschild. So, ich hau jetzt hier ab. Tschüss, Haus! Tschüss, Luigi! Ich hau jetzt ab! Geht's in meine eigentliche Wohnung. So. Bau. Mein Boot ist schon wieder hier drüben. Vorhin war das noch da. Das hat hier richtig schön vor Anker gelegen. Richtig schön da. Aber nein. Es muss sich ja wieder vom Dingens wegbewegen. Und es ist nett, dass das Spiel mir sagt, dass ich mit linken Schiff das Boot verlassen darf. Das ist wunderschön. Und jetzt fahren wir in rasender Geschwindigkeit den Horizont entgegen und kriegen jetzt voll epische Musik, damit das richtig geil ist. Natürlich! Ich habe nicht gesehen, was als nächstes kommt. Aber es ist geil! Passt auch super zum Wasser. Yay. Ja. Das Boot lässt sich allerdings auch anders lenken. Das ist wunderschön. Ich habe echt seit dem neuesten Update nicht viel Minecraft gespielt. Deswegen... Also so richtig mit links und rechts lenken kann man nicht mehr. Man muss das jetzt mit der Maus machen, wenn ich das richtig sehe. Oh, 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 oh. Okay. Gut. Ja, hallo Mond. Wunderschön. Die Musik passt doch überhaupt nicht dazu. Ist aus Super Mario Galaxy, heißt Help Promise und ist eigentlich ein Lava-Level. Meine Fresse, was sind die mit den Fische? Mein! Oh Gott. Immer so ping! Tintenfische, so yay. Ich kann ja nicht mehr nach rechts denken. Ganz komisch. Dort ist eine Lavahöhle. Ich glaube, da unten waren wir auch schon drin. Also, wir haben ja eigentlich alles abgeklappert, was geht. Und wir sind eigentlich auch ziemlich weit gekommen. Wir haben ja eine ganze Insel bebaut, in mehrere Inseln verbunden. Eine komplett gebaut mit einem wunderschönen Turm, der auch überhaupt nicht hässlich ist oder so. Wir haben uns ein schönes Feld hier angelegt. Peter ist gestorben. Das nenne ich... Ja. Der hat nämlich noch keinen Namen, der Kerl hier. Deswegen hatte ich eigentlich schön die Preisschilder gehabt, damit man die richtig schön benennen kann. Ich kann ja mal gucken, ob das bei dem hier funktioniert. Nein, tut es nicht. Wieso geht das nicht? Hm. Ah, nimm das Schild. Naja.
Jedenfalls habe ich einen wunderschönen Namenvorschlag für diesen netten Herren hier gekriegt und der bitte nicht ins Wasser fällt. Bitte, tu mir das nicht an. Dieser nette Herr, der heißt jetzt Frankie. Ja, nicht ins Wasser fallen. Nein, das habe ich schon zu Nüge gehabt. Jetzt rostest du noch mehr. Okay, das ist jetzt Frankie. Den kennen wir jetzt unter dem Namen Frankie. Das ist Frankie. Hallo, Frankie. Frankie ist ein ganz Lieber, das haben wir schon gemerkt. Der mag auch gerne den Baum da hinten, den mir Peter gegeben hat, obwohl er den Steg eigentlich auch ganz gerne mag. Vielleicht mag er allgemein gerne Holz, weil Holz ja schwimmt und er nicht. Dann wäre es so, als ob er schwimmt. So, jetzt ist es schon wieder dunkel. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ach ja. Geh mal ins Bett. Würde ich mal so sagen. In so schönes Bett. Die wunderschöne Bild. Bumm. Ich hatte mir erst überlegt, ein anderes Texturenpack zu verwenden, aber weil ich ja gerne Summerfield nehme, das ist mir momentan ein bisschen zu bunt. Ja, ihr kennt das auch. Das habe ich ja schon einmal benutzt gehabt. Ein oder zweimal. Wieso ist mein Boot eigentlich so weit abgeschrieben? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls war mir das momentan gerade ein bisschen zu bunt. Dann habe ich halt wieder meine Kraft genommen. Auch wenn das immer noch nicht komplett fertig ist. So, hier ist unser schönes Lagerhaus. Ich will nur noch mal gucken, weil ich ja schon lange nicht mal hier war. Allgemein, wir waren ja schon lange nicht mal hier. Gibt es auch viel für Kisten oder Öfen und blablabla. Ganz viel zu sehen. So. Ach, ich möchte gerne raus, weil ich möchte noch mal ganz kurz Peter besuchen gehen. Der liegt ja hier hinten irgendwo. Den habe ich vom tiefen Ozean ins Meeresgrund hochgeschleppt, die alte Bratze, und hab ihn hier vergraben. Ja. So, das muss reichen. War ganz schön schwer, der Gute. Ganz schön schwer. Aber ich habe ihn leider nicht lebendig nach oben gekriegt. Weil ich von dem Kerl auch einfach die Schnauze voll hatte. Aber es tut mir leid. Ich hätte es am liebsten nicht getan. Nein. Finde ich nicht gut. So. Habe nur ich nur das Gefühl, oder sind die Minecraft-Songs sehr, sehr leise, weil ich höre eigentlich nur Musik. So, machen wir mal volle Pulle hier. So, ja, da unten ist Peter gestorben. Nein, da hinten ist Peter gestorben. Also, pass gut auf, Frankie, was du hier machst. Also, nicht ins Wasser gehen, das ist ganz böse. Da wird die Mitch ganz sauer. Ja. So. Gehen wir nun auf die Reise. Ich hab's nicht geschafft. Und suchen uns. Ich habe mich nicht an die neue Steuerung gefühlt. Super schön. Jetzt habe ich erstmal mein Boot geschrottet. Das ist klasse. Boot. Habe ich hier noch ein Boot? Ich hoffe doch mal. Wieso sind hier draußen eigentlich keine Fackeln? Das sieht doch scheiße aus. So, habe ich hier noch Holz? Ja. Dann nehmen wir jetzt mal Holz dazu. So, dann machen wir uns ein Boot. Danke schön. Und dann schippern wir gen Westen. Keine Ahnung. Am besten nicht auf die Lilypads setzen. Die haben manchmal so die Macke, dass sie kaputt gehen. So, und jetzt geht's los. Und die Steuerung jetzt mal nutzen. So, jetzt geht das. Und weil wir wissen, dass da hinten Land ist, gehen wir dahin. So, und fahren einfach mal stumpf geradeaus. Das ist wunderschön, total aufregend. Ja, das macht Spaß, das macht Laune. Und ja. Komische Steuerung, naja. Tintenfische! Sie tauchen auf aus dem Nichts. Und sind einfach nur da. Und schwimmen an der Oberfläche rum, obwohl sie eigentlich wissen, dass sie das lieber lassen, tun sollten. Da baut sich was auf. Ganz viel. Schippern wir mal ein bisschen in die Richtung. Dann schippern wir mal ein bisschen in die Richtung und dann wieder in die Richtung. Und dann ist doch egal. Ich sollte auch was nicht zu weit vom Kurs abkommen. Ich möchte gerne dahin. Dahin sieht gut aus. Da baut sich auch schon was auf. So ein kleine Mini-Insel. Dingens. Kirchen. Okay. Wunderschön. Ist auch gar nicht weit. Nein. Nö. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir die Staffel jetzt so einfach mal so bam beenden. So 2 Monate lang nicht gespielt und bam beendet. Ja, dann habe ich mehr Elan für neuere Sachen. Weil wir werden uns dann da drüben auf dem Festland eine schöne Ecke suchen. Was habe ich mir schon eine schöne Ecke ausgesucht? Die ist richtig, richtig geil. Und ja, da sind wir an der Wüste angekommen. Hallo Wüste. Nein, ich lasse jetzt nicht mein Boot zerschellen. Nein, aus. Pfui. So.
Hi.